Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Die Stimmung in der Duisburger Innenstadt ist entspannt. Zumindest noch. Denn gleich wird hier beim Targobank Run der Schweiß in Strömen fließen. Doch nicht nur mitten in der Menge, auch etwas abseits vom bunten Geschehen versammeln sich ein paar Läufer. Und bei ihnen heißt es erst einmal, bitte lächeln. Denn das Trainer- und Managementteam des MSV bleibt nicht lange unentdeckt. Dabei sind sie gar nicht aus eigenem Interesse am Laufsport hier. Wir mussten... Nein, als Ivo die Anfrage reinbekommen hat, haben wir einfach überlegt, dass wir einen Weg finden können, ein bisschen Dank zu sagen an die Duisburger, weil die Unterstützung natürlich wirklich unfassbar war. Uns geht es nicht so sehr ums Sportliche heute. Ich glaube, wir sind keine Favoriten auf den Lauf, aber wir wollen einfach, wie gesagt, als Gruppe loslaufen, als Gruppe ankommen und einfach mal Danke sagen. Die sportlichen Jungs müssen heute zeigen, was sie können, auch wenn die eigenen Laufrunden um den Platz schon ein Weilchen her sind, zumindest bei Sportdirektor Ivo Grilic. Dabei hat er sich viel vorgenommen und ehrgeizige Pläne entwickelt, wie er ins Ziel kommen möchte. Ich hoffe nicht auf allen Vieren, da ich jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren gar nichts gemacht habe und heute, glaube ich, 5,8 Kilometer bewältigen soll. Wir haben ja hier eine große Unterstützung und ich bin mal gespannt, wie sich die ganze Truppe schlägt. Der Start rückt immer näher und alle Augen sind auf die Zebras gerichtet. Die Reaktion der Zuschauer auf ihre Teilnahme und das Dankeschön, das das Team stellvertretend ausdrücken möchte, sind dabei durchweg positiv. Sich daran zu beteiligen, dass die Duisburger so aktiv sind, das finde ich ganz toll. Super, eine super Sache. Ja, super, super Idee. Aber ich denke, die werden nicht unter den Ersten sein, jedenfalls nicht hier. Die Zebras nicht an erster Stelle? Na, das wird sich noch zeigen. Kurz vor dem Start nochmal schnell die Laufstrategie besprechen und dann kann es ja losgehen. Maskottchen Ennertz hat es nach der kurzen Distanz beim Maskottchenlauf bereits geschafft. Während die Läufer noch 5 Kilometer vor sich haben, posiert er lieber mit den MSV-Fans. Nach etwa 20 Minuten ist es schon soweit. Die ersten Läufer kommen ins Ziel. Und dann richtig gewettet. Tobias Willi und Co-Trainer Ilja Gruev gehen als Erste über die Linie. Sie scheinen den Lauf gut hinter sich gebracht zu haben. Ja, war absolut in Ordnung. So streng war nicht. Und dann die große Frage. Wo bleibt MSV-Coach Carsten Baumann? Doch der Trainer beweist, er kann ebenfalls mithalten. Fehlt ja nur noch einer. Auch Ivo Grilic bestreitet den Lauf mit Bravour und wird herzlich von seiner Truppe in Empfang genommen. Und eine Erklärung für sein leicht verspätetes Eintreffen hat er auch. Für die Unterstützung bedankt, mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. War ganz gut. Und jetzt bin ich außer Puste. Denn Reden und Laufen ist sehr schwer. Das kann man sich vorstellen. Aber nach außen hin wirkt der Sportdirektor noch relativ fit. Ja, weil die Kamera da ist. Aber du wirst gleich sehen, wenn die aus ist, dass ich gleich dann zusammenfalle. Nein, aber... Ich meine, ich habe 2 Jahre nichts gemacht. Das ist natürlich schon schwer, aber wie gesagt, man beißt und möchte sich ja nicht hängen lassen. Dass sich der MSV nicht hängen lässt, das wurde in der Vergangenheit schon bewiesen. Mit Kampfgeist, Motivation und Zusammenhalt kommt man eben leichter ins Ziel. Kevin Wolze, Mittelfeldspieler, Doppeltorschütze im Spiel gegen Erfurt und Kapitän der Zebra-Bande. Und in dieser Funktion trifft er heute die kleinen Nachwuchsspieler beim Kids-Club-Turnier der Fußballschule Dietz. Begeisterung pur bei den kleinen Fußballern und für sie die exklusive Möglichkeit, dem ganz großen Vorbild Löcher in den Bauch zu fragen. Das ist auch für den erfahrenen Fußballer immer wieder eine besondere Situation. Ja, die Kleinen haben immer coole Fragen, das macht immer wieder Spaß und ja, von daher ist es eigentlich immer schön, ist egal, wer die Fragen stellt, aber von den Kindern ist es natürlich dann immer noch ein Tick besser, weil die halt sich nicht so einen Kopf machen über Fragen wie jetzt erwachsene Leute. In welchem Verein möchtest du mal spielen und was hat es mit deinem Torjubel auf sich? Kevin Wolze muss heute Rede und Antwort stehen. Nachdem die Nachwuchsfußballer anfangs etwas schüchtern waren, werden sie nun immer mutiger und fordern bleibende Erinnerungen in Form von Autogrammen.
Ein Wunsch, dem Kevin natürlich nachkommt. Ja, es ist immer wieder schön, die Kleinen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Und deswegen macht man das natürlich auch gerne. Die Aufregung über den hohen Besuch aus der dritten Liga klingt nicht ab. Eher im Gegenteil. Alleine mit Autogramm geben sich die Kinder nicht zufrieden. Daher signiert Kevin Wolze auch noch Trikots und steht für das ein oder andere Foto parat. Aber so ein Fußballprofi abseits des Rasens, da stimmt doch etwas nicht. Fußball spielt Kevin heute zwar nicht mit den Kindern, dafür hat er eine ganz besondere Übungsstunde angesetzt. Denn weniger als die beiden Tore, die er gegen Erfurt geschossen hat, steht vielmehr der darauf folgende Jubel im Fokus des Interesses. Denn Kevin macht den MSV-Fans neuerdings den Schwan. Eigentlich, wir mit meinem Kumpel und Ex-Teamkollegen Sören Brandy so abgesprochen. Wir haben immer FIFA gespielt und letztes Jahr bei Union Berlin habe ich auch schon ein Tor gemacht. Da haben wir den auch schon zusammen gemacht. Und dann haben wir gesagt, unsere ersten beiden Tore, die feiern wir so. Und ja, dass das natürlich jetzt so ein Hype gibt, das konnte ich nicht ahnen. Aber ja, wenn natürlich damit alle glücklich sind, dann ist das natürlich schön. Im Gänse- bzw. Schwanmarsch geht es dann einmal quer über das Feld. So werden Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Auch für Kevin Wolze ein schönes Erlebnis. Jeder fängt schließlich mal an und daran erinnert er sich gerne zurück. Ja, natürlich. Es ist immer so ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit, wie man selber noch so ein kleiner Filius war und den Großen auch die Großen bewundert hat und selber mal, in die Fußstapfen treten wollte. Und deshalb ist es immer wieder schön, die Kleinen zu sehen. Und beflügelt geht es für die Kinder weiter im Fußballcamp, damit sie den einstudierten Schwanjubel auch bald mal in der Praxis anwenden können.